Hallöchen und willkommen zurück zur zweiten Folge Supermarket Simulator. Wie gestern gesagt, machen wir heute hier unseren Einkauf fertig und starten dann in unseren dritten Tag, glaube ich. Ja. Ich wollte jetzt nochmal kontrollieren, ob die Mengen so stimmen, wie ich so bestelle. Nudeln und Mehl zweimal und den Rest einmal. Ich glaube, Nudeln kann ich sogar dreimal nehmen. Mehl zweimal ist vielleicht auch zu viel, oder? Oder Zucker reicht einmal. Brot reicht auch eine Kiste. Und Müsli doch lieber zwei Kisten. Wie viel kostet das Öl? So, bloß 10 Positionen pro Bestellung. Dann nehme ich jetzt erstmal einmal Öl mit. Ist halt jetzt teurer, ne? Weil ich jetzt die Lieferung hier nochmal extra zahlen musste. Oh, schade. Müsli. Ich stelle mal die volle Kiste aber noch drunter. Die hier. Müsli. Toast. Geblieben. Oder Zucker. Okay, das ist jetzt halt hin und her laufen, ne, zum Einräumen. Das kann ja dann ganz lustig werden. Wenn wir ein paar mehr Produkte noch in unserem Laden haben. Wir sind ja länger mit Einräumen beschäftigt, als mit Geld verdienen. Dachte, der kippt jetzt um. Noch einmal Öl. Das sind jetzt dreimal Nudeln. Ja. Jetzt muss ich wieder nur dran denken, dass ich beim Öl noch den Preis einstellen muss. Marktpreis 4,50. Dann machen wir das für 4,70. Ja, ich glaube, ich habe genug Ware. Kann es jetzt losgehen? Kostet mich das eigentlich mehr, wenn ich den ganzen Tag das Licht anlasse? Bin versucht, es zu probieren. Ja, ich denke zwischendurch dann hoffentlich dran, dass ich das Licht noch einschalten muss.
Warum kaufen die alle Müsli? Schön. Siebzehn achtzig. Ja, läuft. Okay, ich habe zwei Kisten Müsli da. Das sollte reichen. Sagen, die gelben Wände gefallen mir jetzt hier nicht so. Vielleicht können wir das irgendwann anpassen, wenn wir mehr Geld haben. Einfach diesen Schein bezahlen. Wo, das kann doch nicht sein. Wirf doch einfach. Manchmal will der nicht werfen. Ich glaube, wenn ich zu nah an der Kasse stehe. Wer gibt denn bitte schön ein 25-Cent-Stück raus? Damit rechnet sich das doch richtig doof. Zwanzig. Ich hoffe, die kaufen jetzt nicht alle Mehl, dann meckern sie wieder rum, dass das Mehl nicht da ist. Muss Öl nachfüllen. Das war jetzt richtig Teamarbeit. Ich habe direkt wieder aufgefüllt, was er genommen hat. Toast muss ich gleich wieder auffüllen. Obwohl geht noch. Ach, das muss noch eine Reihe, aber es sind noch zwei. Was mache ich denn eigentlich dann, wenn mein Laden irgendwann so groß ist, dass ich nicht mehr alle Regale im Blick habe? Da muss ich wirklich im Vorfeld so voll machen, die Regale, dass da nichts ausgeht.
Bin da. Immer gut, wenn Kunden passend bezahlen. Stimmt, mit Karten. Nee, Bar. Ah, okay, der. Ich habe den Kunden verscheucht. Naja. Okay, dann beenden wir jetzt gleich den Tag. Füllen wir wieder die Regale und unser Lager. Erstmal hier vorne hin, dann können dann die vollen Kisten dahinter. Was ist das? Nudeln? Voll. Ja, darunter, nicht dahinter. Okay. Der Marktplatz hat sich für folgende Produkte geändert. Müsli. Ah, hier sehe ich das dann auch nochmal. Gut. Was brauche ich jetzt? Auf jeden Fall zweimal Öl. Zweimal Brot. Nehmen, glaube ich, einfach alles zweimal. Wird ja nicht schlecht. Achso, ich hab's ja alles zweimal. Oh. Ja, ich mache bald Aktionswoche für Nudeln. Deswegen brauche ich ein bisschen mehr. Oder so. Oder Zucker. So, ich habe ja gestern mal, dass ich zwei Kartons bestellt habe.
tust. Halt, stopp. Zwei Kartons. Und Müsli. Damit sollte ich ja auf jeden Fall durch den Tag kommen. Was kostet eigentlich diese komische Lizenz, die ich kaufen soll? Hier. Wasser, Käse, Kaffee, Eier, Milch, Schwarztee. Brauche ich da Kühlschrank für Käse? Ach du meine Güte. Hier gibt es irgendwann Bücher. Once upon a time. Da kostet die Lizenz einfach 34.600 Dollar. Buchen. Gott, wir brauchen dann Supermarkt Level 81. Ich sag ja. Ich glaube nicht, dass ich dieses Spiel im Stream mit euch auf YouTube durchspielen werde. Da sitze ich ja jahrelang dran. Sind denn so die nächsten Sachen? O-Saft, Soda, Soda, Apfel, Saft, Milch, Soda. Dreimal Soda. Kuchen, Kuchen, Süßigkeiten, Müsli, Schoko, Joghurt. Weichmittelreiniger, Geschirrspültabs, Handseife, Shampoo, Toilettenpapier, Mozzarella, Parmesan, Honig, Thunfisch, Eier, Puderzucker. Butter, Müsli, Hähnchen, Pommes, gemischte Pizza. Gemischte Pizza? Kartoffelsack. Käse, Kaffee mit einer hellen Röstung, Wasserflaschen, Eier, Makaroni, brauner Zucker, grüner Tee. Moussaka, Lachs, Jakobsmuschelkrater, Steak, Sushi, Sushi, Kalbskotelett. Okay. Ja, 200 Geld kostet das. Habe ich eh gerade nicht. Deswegen mal gucken, wann wir uns das gönnen. Frage ist ja, wenn ich jetzt hier noch ein Regalbrett voll mit Nudeln mache, übernimmt das dann den gleichen Preis automatisch? Lass es uns einfach probieren. Ich habe ja gerade den Platz. Hätte ich eigentlich auch eher mal auf die Idee kommen können, bevor ich den Tag starte. Mir sofort. Wie lange warten die Kunden eigentlich an der Kasse? Und was passiert, wenn ich nicht zum Kassieren gehe? Klauen die das dann einfach? Frag für einen Freund. Du bist unsortiert.
Aber egal, ich stelle das jetzt einfach rein. Oh, Zwillinge! Sechzig. Du kannst doch nicht mit einem 100-Euro-Schein bezahlen, Dollarschein. Wie kann ich das eigentlich korrigieren, wenn ich das mal falsch, also wenn ich mal zu viel eintippe? Kann ich das überhaupt korrigieren? Also was heißt eintippen? Ihr wisst schon, rausnehmen. Das Mehl, obwohl, die haben ja zwei. Ah. Das ist halt jetzt nicht sortiert, ne? Vielleicht kann ich das heute einfach mal, wenn der Laden zu ist, ein bisschen ordentlicher sortieren, dass immer die Produkte so nebeneinander stehen wie bei den Nudeln und beim Mehl. Nein, 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 das ist nicht richtig. Wir übertreiben es jetzt nicht mit dem Mehl. Das bauen wir jetzt nicht auf drei Fächer. Ich denke, das wird jetzt reichen für den restlichen Abend. Bitteschön. $13,90. $18,60. $21,60.
Ich warte jetzt noch einen Moment, falls noch ein Kunde gerade auf dem Weg hierher ist. Weil es ist ja eigentlich um 9. Der Laden hat ja jetzt eigentlich geschlossen. Aber hier kommt auch keiner mehr. Okay. Sortieren wir jetzt noch um oder morgen früh? Toast. Ein Lernkarton. Was mache ich eigentlich? Warum räume ich jetzt hier das Toast? Hä? Ich muss doch das Müsli einräumen. Das kommt. Warte, dann muss ich das Schild hier wegmachen. Kommt jetzt Müsli hier hoch? In das Ding darunter. Ja, mache ich halt jetzt hier Toast hin. Das weg. Toast. Und darunter kommt dann jetzt Puderzucker. Ganz unten ist das Öl. Okay, ist schon sortiert. Da müssen wir ja nur noch die Regale auffüllen. Das kann ich ja mal so weit machen, wie ich gerade noch Zeug da habe. Das ist noch voll. Toast. So. Müsli. Öl. Okay. Jetzt Müll aufräumen. Dann können wir ja morgen in der nächsten Folge mit dem neuen Tag starten. Dann machen wir die ganze Bestellung wieder fertig. Zum Glück ist der Weg zum Mülleimer nicht so weit. Und die letzte Kiste. So. Aufgeräumt. Dann starten wir morgen in der nächsten Folge den neuen Tag, würde ich sagen. Das heißt, wir sehen uns an dieser Stelle wieder. Ich freue mich, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage erstmal Tschüssi.